Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Und das Spiel hat es tatsächlich geschafft zu laden, mal ausnahmsweise. Und deswegen können wir hier, nachdem wir in der ersten Folge in dieser neuen Welt ja so geil produktiv waren, auch direkt weitermachen. Und ja, jetzt die nächste Baustelle wird hier diese Mauer sein. Also werden wir uns direkt da dran machen, Leute. Und hier, guck mal, perfekt, die Bäume wachsen wieder. Das ist wunderbar. Das heißt, wir haben wieder richtig gut was hier abzugrasen. Zack. Wir müssen halt nur immer wieder hier neu die Bäume fällen, weil die sonst ja in den Weg wachsen. Aber ich denke, so schlimm ist das nicht. Weil wir dadurch ja auch immer mehr Holz kriegen. So. Hier ist tatsächlich auch kein Baum richtig im Weg. Ne, also für die Mauer jetzt. So. Da liegen die Baumstämme, das ist perfekt. Weil sie auch direkt hier hin sollen. Komm her. So. 28 Stück brauchen wir noch. Von den schönen Dingern. Dann haben wir auch schon die nächste Baustelle fertig. Danach wollte ich mir mal auch vielleicht so ein richtig schönes Haus bauen. Wenn das geht. Also, es geht auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn wir nicht irgendwas anderes dann vielleicht bauen wollen. Doch. Oder so. Ich weiß es noch nicht. Und dann wollte ich auch noch mal erkunden gehen mit euch. Wir können viele tolle Sachen machen. Weil wir ja hier easy Sachen bauen. Und das geht ziemlich schnell hier. Weil wir halt nicht weit weg müssen, um Holz zu kriegen. Der Ort hier ist eigentlich perfekt. Den hatten wir auch schon mal. Und ja, jetzt... Diesmal werden wir nicht sterben. Hi, Leguan. Selbst schuld, wenn du den Baum hochkletterst, an dem ich gerade arbeite. Diese Leguane, die soll einer mal verstehen. So, da holen wir uns natürlich erst die, die nicht weg wollen und die wir sonst vergessen würden. Die anderen chillen hier unten ab mit den restlichen. So wie das sein soll. Hier natürlich nicht runterspringen, sonst sind wir direkt mal tot. Da ist das gefährlich an dieser Stelle, aber das macht uns nichts. Mittlerweile haben wir gelernt, damit zünden wir hier das Feuerchen an. So kommen doch bestimmt die Ureinwohner schneller, ey. Da kann ich nicht mehr so in Ruhe bauen. So, wir richten uns das hier richtig schön gemütlich ein. Mit mehreren Abwehrwellen. Und so. Das wird schön. Echt, ich glaube, das wird richtig toll. Weil hier an dieser Stelle kann man es auf jeden Fall schaffen, lange zu überleben. Wenn das Spiel einem nicht dazwischen kommt, natürlich. So, weiter geht's. Schon die nächste Mauer wieder fertig. 8 Stück haben wir in der kurzen Zeit schon vergessen. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, mir einen Timer zu stellen. Das ist ja auch Torben-Style. Das mache ich dann direkt mal eben. Ich schätze, wir haben jetzt 4 Minuten. Das heißt, ich stelle ihn auf 16. Starten. Gut. Passt schon irgendwie so. Irgendwie so wird das schon passen. Vielleicht können wir jetzt mal hier richtig, richtig, richtig was reißen. Das wäre zumindest ziemlich geil. Wenn wir uns hier eine richtig schöne kleine Basis bauen. Das fände ich ziemlich cool. Weil mir macht The Forest ja eigentlich Spaß. Es müsste halt noch ein bisschen mehr Abwechslung rein, dass man auch irgendwie auf andere Inseln noch keine irgendwie, wo so richtig ne, Schnee ist und so halt. Dass man so ein bisschen mehr Freiheiten hat. Das wäre vielleicht ganz geil. Könnt ihr mir eure Meinung dazu natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben.
Wir befinden uns hier im Norden, das heißt, wir könnten nicht da hinten auf einer Insel tropischen Regenwald haben. Aber es wäre vielleicht auch ganz cool, wenn man so ein bisschen weiter halt segeln könnte und dann irgendwann auf tropischen Regenwald oder so trifft. Aber ich finde, da sollte es lieber realistischer bleiben, und dafür noch detailvoller. Vielleicht. Ich verpendert immer wieder. Weil ich die ganze Zeit durchrenne und dann darunter darf ich aber nicht durchrennen. Ah, jetzt haben wir nochmal Dinger reingeworfen, Blätter. Wollte ich gar nicht. Unser Eingang ist auf jeden Fall perfekt. Raus kommt man ungeduckt und rein kommt man nur geduckt. Durch Zufall entstanden, aber besser geht's nicht. Hier haben wir bald auch schon unsere nächste Abwehrreihe fertig. Wir brauchen nur noch 14 Baumstämme. Das ist echt. Wir sind so produktiv hier einfach. Das freut mich richtig. Weil so abgegangen ist es bisher natürlich noch nie. Das ist ziemlich geil. Ich würde dann da gerne hinterher noch so Sachen machen wie ein Boot hinbauen, so ein Hausboot. Halt ein schönes Häuschen, so eine Hütte. Ja, solche Sachen halt. Ein Hausboot muss sogar erstmal gar nicht sein. Das kann man ja eigentlich auch gar nicht gebrauchen, wenn man da unten eine sichere Hütte hat. Aber vielleicht so ein kleines anderes Boot. Und dazu müssen wir aber erst auf Erkundungstour gehen. Und so das Schiff finden. Oder halt eine Höhle, aber ich bevorzuge das Schiff. Hier liegen sogar Koffer rum. Leute, Leute, hier können wir es echt schaffen. Also habe ich ja schon damals gesagt, als wir hier das erste Mal hingezogen sind. Da sind wir durch so einen dummen Bug gestorben. Da passe ich auf, dass es nicht nochmal passiert. Versprochen. Einmal kurz hoch. Das ist echt nervig. Gehen wir Feuer. Oh, jetzt habe ich das angezündet. Mein Fehler. Egal, wir können ja nur flau durchs Wasser. Das werden die Ureinwohner aber nicht machen, hoffe ich zumindest. Egal, sie werden zumindest aufgehalten da. Durch die andere Barrikade. Ja, das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Schon wieder die nächste Mauer fertig. Nur noch Essen brauchen wir. Machen wir uns dann kurz auf dem Feuerchen hier. Einen rohen Lizard. Nee, C. Entschuldigung. So. Hier müssen wir uns auch ducken, um da durchzukommen, schätze ich, ne? Ja. Krass, was hier automatisch so passiert. Aber ist ja gar nicht schlecht. Obwohl ich das hier anders lieber hätte. Aber macht ja nichts. Dann ducken wir uns halt immer, um durch Türen durchzukommen. Ich meine, was soll's. Steine nehmen wir mal. Ach, can't carry anymore. Okay. So. Ach, ich glaube, wir haben da oben sogar noch Baumstämme rumfliegen. Ja, haben wir noch. Gut. Boah, noch so viele. Boah, vielleicht schaffen wir in der Folge diesmal echt wieder viel. Ich höre die Ureinwohner, aber die können nicht mehr. Ja, hier unten baue ich mir mein Zuhause auf. Ich lasse euch eure Dörfer, ihr lasst mir meins. Ich baue jetzt hier einfach ein Dorf. Ich wähle mal sicherheitshalber die Axt aus. Falls die Penner hier auf einmal um die Ecke stehen. Hey Leute, unser Flugzeug hat sich verschoben. Hundertprozentig hat sich das verschoben. Letztes Mal stand das woanders. Glaube ich zumindest. Nee, stimmt nicht. Mein Fehler. Man hat den Flügel nur von einer Position anders gesehen. Also so, ne, den blauen.
Ja, wir schaffen das hier sehr gut. Ich freue mich. Das ist echt cool, wenn das so schön flüssig hier alles vonstatten läuft. Die Rufe sind nah. So viel kann ich euch sagen. Vielleicht wird es bald spannend. Aber auf keinen Fall hier drin. Weil das hier ist ultra secret. So. Hier drin ist wirklich schwer hinzukommen. Für meine Freunde, die Ureinwohner. Die wollen mich gleich eh wieder erschrecken. Auf einmal stehen die gleich hier irgendwo rum und behaupten, das wäre ihr Gebiet. Dabei ist das hier mein Gebiet. Und ja, dafür werde ich auch kämpfen, wenn es sein muss. Aber das checken die mal wieder nicht, habe ich das Gefühl. Checken nicht, dass sie wieder alle draufgehen werden, wenn die sich mit mir anlegen. Düm-düm-düm. Ja, hier ist die Facecam immer noch schwarz-weiß natürlich. Weil ich denke, dass es dann einfach atmosphärischer ist. In anderen Spielen werde ich die auf jeden Fall bunt machen. Zum Beispiel Minecraft. PvP, die neuen Folgen. Also die aktuellen Folgen werden bunte Facecams haben. Season werde ich keine Facecam machen, muss ich ehrlich sagen, weil Season ist immer immer schwer halt einen Aufnahmetermin zu finden, wenn wir alle drei wirklich mal gut können. Und dann Season wird immer geplant, wenn wir das aufnehmen. Und dann nehmen wir viel auf. Und das ist dann mit der Facecam ein bisschen kompliziert, weil ich das ja alles in eigene Parts schneiden muss und so. Deswegen nehme ich da das Audio auch nicht mit Audacity auf, sondern direkt mit Fraps mit. Das ist ja bei den Folgen hier anders. Hier nehme ich Audio getrennt auf, hier nehme ich Facecam auf und hier nehme ich Video auf. Weil ich hier für mich selbst weiß und auch nicht so extrem im Voraus produziere. Deswegen kann ich auch immer auf eure Kommentare eingehen nebenbei. Ja. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. So, jetzt haben wir hier die nächste Mauer fertig. Die nächste Mauer fertig. Na, da wollte gerade mein Bruder reinkommen. Muss die mal eben anzeigen, dass ich mit Facecam aufnehme. Gut. Ja, erstmal vor die Wand laufen. So, gut, dann mal gucken, was wir jetzt hier bauen können. Ich hätte mal Bock auf so eine Bank, damit man einfach seine Energie mal wieder regenerieren kann, ne? Wo? Hier, guck mal, schön am Meer. Kann man sich hinsetzen und abends im Sonnenuntergang zugucken, neben so einem alten Boot. Das ist doch schön. Finde ich schön. Wir richten uns jetzt hier richtig gut, richtig schön ein, Leute. Also, ne, wenn ihr irgendwie schreiben wollt, die ist voll unnötig, ja. Das ist mir sowas von scheißegal. Ich will es einfach schön haben. Und außerdem ist sie ja gar nicht so unnötig, weil man kann halt Energie aufladen, ohne dass es Nacht wird. Weißt du, weil wenn man schläft, dann wird es ja Nacht und man muss nichts essen. Das heißt, ne, ist ganz gechillt eigentlich, oder? Was sagt ihr dazu? Wenn immer so drüber. Oh, der Hase brennt. Armes Kanickel. Vielleicht stirbt er und gibt mir Fleisch. Ja, perfekt. Dankeschön. So, aber jetzt haben wir hier eine Bank. Und wenn wir drauf sitzen, dann ruht sich einfach die Energie aus, obwohl wir eigentlich in die falsche. Wir sitzen gar nicht auf der Bank, das ist wie ein Tisch. Pass auf, wenn wir mal vielleicht von der Seite hier draufklicken. Ja, so sitzen wir zumindest in die richtige Richtung. Das ist doch schon mal etwas. Okay, was bauen wir jetzt? Was bauen wir jetzt, meine Freunde? Ich hätte gerne so mal so ein Rabbit-Ding. Ich weiß nur nicht, wie das funktioniert, aber das werde ich
Start Africans in a cage and watch them multiply. Muss man das um so einen Hasen drum bauen? So quasi? Nein, 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 das geht nicht, das geht nicht. Das können wir uns schon mal hier hinbauen. Ich hoffe mal, dass man das nicht machen muss. Ich glaube, man hätte es doch machen müssen, oder? Ich weiß es nicht. Wir probieren das einfach mal aus, weil mir wird gar nicht angezeigt, dass ich dafür Seile brauche. Verstehe ich irgendwie nicht. Weil eigentlich brauche ich dafür zwei, wie es mir im Hauptmenü angezeigt wird. Ich sammle einfach... Okay, da ist mein Bruder drin. Das ist echt uncool. Ja, das... muss halt mit leben, dass er dann in der Aufnahme ist. So. Mache ich hier natürlich direkt weiter. Sammle ich mir die Stöcker hier. Zack. 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 Na, komm. Okay, komm. Danke. Diesmal werde ich ihn nicht rausschneiden, ohne Spaß. Ich habe ihm vorher noch gesagt, er braucht hier nicht reinzukommen, wenn er nicht gesehen werden will. Und das war ein großer Baum. Das war voll der Troll. Jetzt habe ich ja noch mehr Baumstämme rumliegen, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ich brauche Stöcker. Du gibst mir Stöcker. Oh, sind das Heilkräuter? Ja, es sind Heilkräuter. Stark. Dann können wir schon mal Heilkräuter anpflanzen, Leute. Immerhin schon mal etwas. Weil ich denke nicht, dass wir jetzt dadurch Essen kriegen werden, dass wir so einen komischen Käfig bauen, Leute. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass da jetzt auf einmal Hasen drin spawnen. Obwohl ich mir bei dem Spiel nicht so sicher bin, aber das... nee. Ja, toll. Toller Käfig jetzt. Was bringt mir der jetzt genau? Nichts. Gut. Zu wissen. Vielleicht können die Hasen da rein, aber nicht mehr raus oder so. Das verstehe ich noch nicht. Gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Wofür ist... das, der Shell ist einfach wahrscheinlich nur da, falls man mal schnell unterwegs so ein Ding bauen muss, wahrscheinlich. Okay, wie lange haben wir denn noch? Ich verstehe gar nicht, dass das so lange geht. Kann doch gar nicht sein. Das kommt mir schon vor wie eine halbe Ewigkeit. Noch 1 Minute und 50 Sekunden, okay. Ich nehme alles zurück. So, dann bauen wir hier jetzt auch noch unser Lager auf. So, unser Lager bauen wir doch nicht hier auf, das bauen wir hier auf. Hier werden Stöcker gelagert. Und hier werden Baumstämme gelagert. Ne, die Baumstämme, die werden hier gelagert. Passt hier besser, finde ich. Okay, wir brauchen Stöcker. Ach, man kann jetzt auch Sachen löschen wieder. Das ist ja cool. Gut zu wissen. Wir brauchen Stöcker, damit wir die ganzen Baumstämme hier nächste Folge verwerten können. Zack. Ich kann ja mal für 2 Minuten oder so überziehen, falls ich die Stöcker dann noch nicht zusammen habe. Es wird ja nichts machen. Das ist ja eigentlich nur so eine ungefähre Grenze, damit ich weiß, dass ich es nicht übertreibe. Weil, ihr wisst ja, wenn man spielt, vergisst man schnell mal die Zeit. Kann ich jetzt mal bitte? Danke. Und ich möchte das Video auch noch rendern können und schnell hochladen und so. Weil ihr wisst, ich, wie ich eben gesagt habe, ich produziere nicht so gerne im Voraus. Und ja, deswegen mache ich das 20-minütig. Und dann läuft das. Da sind die 20 Minuten auch schon zu Ende.
Okay, ich denke, wir kriegen jetzt hier die Stöcker zusammen. Gut. Kann ich hier noch mehr Stöcker tragen? Nee, can't carry any more sticks. Nicht Steaks, ich habe Sticks gesagt, Leute. Und ja, dann machen wir jetzt wieder einen Abgang durch unsere Tür. Gehen langsam hier runter. Geben dann wieder Gas. Das Feuer sollte aus sein. Ist es auch. Kriechen durch unsere Tür. Bauen den Lockholder nicht zu Ende. Und sagen, für eine weitere Folge, speicher mal bitte. Danke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, was ich besser machen kann, was ihr toll findet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein. Tschüss.